So, Zizu macht jetzt auch mal PvP. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen irritierend, seit dem letzten Part, dass ich auf einmal dann hier bin. Aber so schwer ist das gar nicht. Ihr müsst euch einfach denken, ich bin halt ganz einfach. Bin ich hier aufgegangen und hab dann das gemacht und beitreten und fertig. Es wollten ein paar Leute, ich hab's ehrlich gesagt auch erst einmal gemacht, PvP. Also jetzt mit dem Char, eigentlich bin ich voll der Hyperpro, natürlich. Aber mal schauen, wie das mit Zizu aussieht dann. Ich denke aber mal, dann bin ich mit Hinterhalt echt am Winnen. Ja. Schauen wir mal, wie das abläufen würde. Ich glaube, wir kriegen die P, wenn wir gewinnen. Auf jeden Fall kriegen wir extra Marken. Ey, ich bin ja Erster, vielleicht kann ich das Ding da einnehmen. Ganz schnell. Ich bin außer Reichweite. Boah, perfekt anvisiert, ey. Komm schon, Zizu muss das doch bekommen. Und? Ja, habe ich schon Ehre? Nein. Naja, gut. Hit you. Geiler Name. Ihr seht, inzwischen sind sehr viele Leute mit vollen PvP-Sets und vollen Equipment und full alles full auf PvP und hast du nicht gesehen. Ist aber auch verständlich, da man verdammt schnell Ehre inzwischen kriegt. Verdammt schnell und verdammt viel. Und irgendwie... Oh mein Gott, die Allianz rusht ja richtig. Mal schauen, den will ich umpornen. Oh, den habe ich umgepornt. This is super simple, all you do is follow these hackers. Loyalcraft. Und, yay, mit Level, what? So schnell schon. Der ist ja auch schon down, ey. Die Allianz geht ja richtig ab mit 70, was ist denn da passiert? Oh mein Gosh. Block, er macht einen Eisblock und dann kriegst du von mir auch einen Block. Damn it, ey. Wer versteht nun? Käse. Kuchen. Hä? Egal, hab ihn die Verstohlenheit. Und wen holen wir uns jetzt? Den Troll. Ich töte zwar nicht gerne Trolle. Oder ne, holen wir uns den hier. Damn it! Oh Mann. Schreckensgescheiß. Hey. Komm schon, sauber. Ist das ein Hexenmeister, sag mal? Sieht ganz so aus, ne? Weg. Oh, hier, dann überlebe ich den Kram vielleicht sogar. Damit. Wow, schon 3 Ehre. PvP ist ja so toll. Ihr habt ja auch voll was verpasst. Wie gesagt, also seit dem letzten Part habe ich mich einfach mal angemeldet für PvP und bin jetzt hier, wie ihr sehen könnt. Ey, alle haben nur Parler oder Hexer. Das ist voll witzig. This is simple. Oh, you do this. Und ich weiß auch inzwischen, dass ich halt Hinterhalt benutzen muss. Nach dem Dingens und dat. Also ich habe ein bisschen was gelernt. Hatte auch ein bis zwei Tage Pause, WoW. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Naja, Gifte sind drauf. Buff haben wir auch. Schönes Ding. Nach links, da dürften Hortler sein, die mir auch gleich entgegenlaufen. Oder auch nicht auf... Oh, da wird sich gebettelt. Da will ich aber aushelfen. Nein, der Jäger! Scheiben, Scheiß. Krieger, aber Krieger bekommt man nicht drauf. Die Potato. Hey, er ist down. Ja, hey, das hätte ich jetzt aber irgendwie auch nicht so erwartet.
und tschüss. Toll, Hexenmeister ist auch cool, aber ziemlich ungewohnt irgendwie. Und tschüss. Oh Gott, wie jämmerlich. Die sind ja schlechter als ich ab und zu. Das ist ja richtig low. Low, low, low. Heilungsding nehmen wir mal mit. Hm, lecker. Heilung. Das Grundprinzip von diesem Battleground ist eigentlich ziemlich einfach. Wir müssen, je länger die Leute, die zum Beispiel Ställe oder die Goldmine oder sowas hat, Sägewerk, desto mehr Punkte gibt es, die wir hier oben gezählt werden. Und desto eher gewinnt man halt, ne? Halt, der mehr Punkte hat, hat am Ende gewonnen. Entweder die volle Punktzahl oder wer mehr Punkte hat. Aber wir haben drei Basen und ich glaube kaum, dass die Allianz das noch irgendwie reinholen kann. Wir werden sehen. Versucht den hier mal reinzuholen, das wäre ziemlich nice, wenn, wenn ich das schaffe, obwohl nö, schaffe ich nicht. Verdammt. Und tschüss, so grausam. Oh, den habe ich aber ordentlich angefrackt, den Sack. Nein, gerade verpasst. Ja, super, dann schauen wir uns mal irgendein Set an. Was habe ich denn hier gemacht? Das habe ich total verschoben. Oh, wow. Boah, ist das klasse hier. Wow. Hm, das mache ich ja normalerweise, wenn ich lange auf dem Friedhof bin. Tot. Boah, das ist man. Genau. Merkwürdig. So. Und go. Jetzt geht's hier aber ab. Ach, wir gewinnen das Teil, aber sowieso brauchen wir gar nicht mehr zu diskutieren. Wenn wir das jetzt noch verlieren, kriegt jeder meine verkackte Skype-ID und kann mit mir sabbeln. Aber wir werden es nicht verlieren, deshalb biete ich euch das an. There are many secrets in this game. Da ist ein Todesknight. Todesraus von Archaros. Kannst du knicken. Du bist wohl tot, wa? Okay. Oh no, ich will das haben. Aber ich glaube, er hat es früher gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben wir auch ein bisschen gleichzeitig so gut wie. Oh, das sieht uns gar nicht der... Ziso, ja! Zwei Ehre bekommen. Ist das ein Tankparler oder was? Tatsächlich. Warum you trying to cheat in a really good game? Hidiki! Cheat? Hm, zwei Basen. Oh nein, wieso habe ich das gesagt, dass ich meine verfickte Skype-ID rausgebe? Das war nur Spaß. Oh, damn it! Egal, ich mache gleich einen Cut und ich habe Post von wem? Rocker. Mal gucken, ob der mich beleidigt hat oder ich Gold bekomme. Eventuell muss ich das dann ja cutten. Wieder Hodler. Oh lol, klasse und Stil. Autsch. Ihr seid ja witzig. Wie kriegt man die Höllenbestie? Das interessiert mich richtig. Die habe ich noch nie gesehen. Also, wie man die bekommt. Vielleicht kriege ich die ja mit meinem Todes- mit meinem Hexenmeister Paro. Mein zweiter Let's Play-Char für Cataclysm, der aber gerade auf Eis liegt. Vielleicht momentan nicht mehr bei euch, aber wer weiß. Na toll! Boah, scheiß Hexer, ey. Was soll das? Ziso, go! Bei 10 Minuten machen wir einen super perfekten 10-Minuten-Cut. Weil das eine schöne Zahl ist, finde ich. Und die schnell down geht. Den versuchen wir mal down zu machen. Versuchen, nicht machen. Ich bin außer Reichweite. Damn. Damn it! Okay, der ist außer Reichweite, wie gesagt. Komm, hol ihn dir doch. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Noch nicht bereit. Aus der... Oh, ich? Oh, hauen wir beide. Lol. Und wir machen einen Cut, genau.